Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus. Das ist die dritte und die letzte Karriere, die wir hier noch starten werden, weil ich hatte keinen Bock mehr auf Köln und keinen Bock mehr auf Osna, weil Osna mache ich noch offline. Ja, egal. So, wir haben ja Bayern angefangen, Real Madrid angefangen und jetzt nochmal Manchester City. Ne, habe ich euch ja gesagt. So, wir fangen hier direkt mal an. Und erst das Grundgericht. Muss natürlich gelesen werden. Dele Alli. Holen wir vielleicht sogar bei den Bayern. Mal gucken. Ich möchte hier auf jeden Fall erstmal zwei Leute verpflichten. Und das mache ich hier so wie in der Bayern-Karriere und in der Real-Karriere. Real habe ich es noch nicht gemacht, werde ich aber wahrscheinlich noch machen. Ich schreibe mir nach dem, nach der Folge, schreibe ich mir hier in der Transferliste, Wunschliste, da alle Spieler, auf die ich vielleicht verpflichten möchte. Carlos Mané jetzt eigentlich nicht, sondern den anderen Mané. Und ich glaube, viele haben hier jetzt neues Spielerbild gekriegt, Leute. So, weil ich finde ihn halt auch gut. So. Ein Spieler holen wir jetzt auf jeden Fall. So. Bravo möchte ich eigentlich ganz gerne verkaufen. Wir haben Ederson, ja, Bravo. Mal gucken, wie viel uns erbringen würde. Danilo ist 25. Liste. Company finde ich schon ein bisschen alt. Zinchenko würde ich auf Leihliste nur tun. Irgendwie mag ich den. Fernandinho ist schon ziemlich alt. Ja. Ja, Touré finde ich auch alt. Also viele sind natürlich bei diesem Verein alt. Aber ist ja eigentlich auch richtig gut. So. Ich will mal gucken, wie viel ich für Sergio Kun Agüero kriegen würde. Das heißt nicht, dass ich den verkaufe. So. Also vielleicht Salif Sané oder wie das? Ich meine schon Salif, ne? So. Gib mal 40 Millionen. 70 finde ich dann schon wieder ein bisschen viel. Sagen wir mal 47,5. Von immer noch 70. Gehen wir hoch auf die 50. Ja, darüber müssen die nachdenken, dann geht es meistens nicht gut aus. So. Naja. Dann. Mané inakzeptabel, das dachte ich mir schon. Eriks möchte ich sonst auch noch verpflichten. So.
Warum würde ich eigentlich erstmal auch so lassen? Verratti wäre auch nicht schlecht. Muss man ja auch sagen. Also die drei möchte ich bis jetzt am meisten verpflichten. Die wären mir am liebsten, sagen wir es mal so. Außerhalb von Verratti. Ein guter zentraler Mittelfeldspieler. Ja, Toni Kroos, ne? Ich mache ja die Bayern-Karriere sehr, sehr realistisch mit unter 100 Millionen Transfers, aber sonst so nicht. Fragen wir mal bei dem Newton Eriks nach. Vielleicht Tauschgeschäft auch so ein bisschen mit nee, nicht Thiago Silva, sondern mit Silva, David Silva einbringen. Der hat eine 89, aber finde ich schon ziemlich alt für die Spieler. Und 150 Millionen. Wo leben die, Alter? Keine Ahnung, 60. Ja. Ich bin's auch hier. Verratti wäre, glaube ich, ein Stück günstiger. Ah, kein Spielertausch, sondern. Haben wir noch 78 Millionen, 117, 87, immer noch 117. Aber müssen wir schon wieder drüber nachdenken, welche. Dann groß. Mit Zidane, ey, mit dem kann ich nicht verhandeln, Leute. Es ist immer so bei mir. Naja. Immer noch die raushauen. Boah. 116,5. Die gehen auch kein Stück runter, das sind die ja so blöd. 125,5. Ja, dann reicht es ja wohl wirklich. Also, nee. Dann erstmal noch nee. Sonst Paul Pogba. Ja, die möchte ich vielleicht auch in der Real Madrid-Karriere. Und dann haben wir halt ein paar Spieler doppelt in verschiedenen Karrieren. Das ist auch nicht so schlimm. Kürzlich ist untergekommen. Hey, das stimmt ja gar nicht. Aber ja gut. Okay. Verhandeln. Ich will die nicht für 70 Millionen geben. Kaufen. 60,5. Ey, das gibt's gar nicht. Junge. Vielleicht für 65, aber ich mache erstmal 64. Mann! Kloppo! Das gibt's gar nicht. Hätte so mal 68,5. Okay, so. Trotzdem warte ich nochmal. Sterling werde ich ganz sicher nicht verkaufen. So wie Sunny. Verratti. Die wollen 99,7. Das finde ich mal gut. So. Hätte auch Fernandinho anbieten können. 97, ich schätze, weniger hätten wir auch nicht kriegen können.
Moment, die Frage, Verratti oder Mané, ne? Aber was gebe ich den Rot? Oh, natürlich schlüssig wieder, ey. Also Verratti oder Mané? Ja, wir hätten noch Gündogan, von daher. Erstmal lieber Mané. Aber wir werden trotzdem nochmal. Da lasse ich dann lieber Gündogan spielen. So. Ich würde halt eher jemanden noch auf der linken Verteidigerposition kaufen. Ja. Folge ist zwar gleich schon zu Ende. Nee, ich werde wahrscheinlich keine Transfervorschläge, Transferdingens hier noch entscheiden. Aber Leute, wenn es euch dann gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. 4-0 gewinnen wir. Bruh.